Welcher Stift willst du sein? Welcher dieser beiden Stifte willst du sein? Willst du dieser Stift sein, der noch nie benutzt wurde? Der noch kein Kapitel in seinem Leben geschrieben hat? Der noch nichts erlebt hat? Oder bist du bereit, dieser Stift zu sein? Der genutzt wurde? Der schon viele Kapitel geschrieben hat? Der viel erlebt hat? Der viel durchstanden hat? Welcher Stift willst du sein? Viel zu oft wollen wir dieser Stift sein. Wir denken uns, hey, ich brauche keine schlechten Erfahrungen. Hey, ich brauche keine Fehler. Ich brauche keine gescheiterte Liebe. Ich brauche keine Trauer. Ich brauche keine Wut. Ich möchte nichts erleben. Aber das ist der Stift unseres Lebens. Das sind wir. Wir erleben viel, um besser zu entscheiden. Wir machen Fehler, um weiser zu werden. Wir treffen Leute, die uns runterziehen, um die Menschen wertzuschätzen, die wirklich zählen. Bist du bereit, dein Kapitel zu schreiben? Bist du bereit, Dinge zu erleben? Sei bereit dazu. Dieser Stift hier, der sieht vielleicht gut aus. Der wurde noch nie benutzt. Der hat noch kein Kapitel in seinem Leben geschrieben. Aber willst du wirklich dieser Stift hier sein? Hab keine Angst, dieser Stift hier zu werden. Hab keine Angst vor Erfahrung, hab keine Angst vor negativen Erfahrungen, hab keine Angst vor Fehlern, hab keine Angst vor Narben. All das macht dich aus. Denn all das, das macht dich zu einem ganz besonderen Menschen. Wie viel hast du schon erlebt? Wie viel hast du schon durchgemacht, um dieser Mensch zu werden, der du heute bist? Deswegen sei stolz darauf. Denn jedes Kapitel hat dir geholfen, besser zuzuhören. Jedes Kapitel hat dir geholfen, aufmerksamer zu sein. Jedes Kapitel, das du geschrieben hast, hat dir geholfen, mehr zu lieben. Jedes Kapitel hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Und wenn wir in das Leben eines Menschen treten und ihn so sehen, dann sollten wir ihn nicht verurteilen. Denn dann wissen wir, er hat viel erlebt. Er hat schon viele Kapitel in seinem Leben geschrieben. Er hat schon viel gefühlt. Wut, Trauer, Enttäuschung. Deswegen lass uns nicht diesen Menschen verurteilen, für das, was er ist, sondern ihm Respekt zollen, dass er schon so viel durchgemacht hat, um das zu werden, was er heute ist. Und denk dran, das Leben ist wie ein Buch. Um ein neues Kapitel zu schreiben, musst du das alte abschließen. Wenn auch du, wie ich, dieser Stift bist, der zwar schon viel erlebt hat, viel geschrieben hat, aber mega stolz darauf ist, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonnier meinen Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du Lust hast. Ich würde mich mega freuen darüber. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe und schön, dass es dich gibt. Dein Bjorn.